So, hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Und wir sind wieder vor dem Tor. Und müssen jetzt noch kurz warten, bis der eine den Kristall reintut. Man muss ja so lange warten, weil ich so Arschloch die ganze Zeit pennen oder er pennen und unbedingt mitkommen wollen. Aber es sollte jetzt jeden Moment gehen, es ist schon längere Zeit hier. Ja. Rummel. Bei dem haben wir gar keine zweite Skillbar. Da. Ja, endlich. Hoffentlich wieder war Punkte. Ach komm, schon laden. Geht doch. Ja, und es leckt wieder. Da also, liegt am Frepsi. Ja, hilft nicht. Es leckt immer hier drin, oder wahrscheinlich ist es sogar wegen der Engine. Keine Ahnung, früher war das nicht. Mal kurz. Bleibt so. Keine Ahnung, was los ist. Dass hier drin so wenig FPS ist. Wahrscheinlich liegt es einfach an meinem PC, also irgendwie Betriebssystem oder so. Dass es bei mir leckt. Yay! Es leckt irgendwie gar nicht richtig. Es ist nur extrem begrenzt. Vielleicht muss ich hier einfach mal ein paar Einstellungen runtersenken. Ich glaube, das ist das Blühen und Ambient Occlusion. Naja, hilft auch nicht. Es hilft nicht, weil die Engine so schlecht ist. Keine Ahnung, die Anten sind ja nicht gut. Zeppelin. Da machen wir lieber Erfahrung. Ich weiß nicht. Schade, schade. Okay, dann machen wir halt wieder Blühen und Occlusion an. So, okay. Ja. Komm, die Bestätigung. Ich gehe wieder raus. Ich kann nicht raus. Ach Menno, da kann das wegen Fraps sein. Keine Ahnung. Ich war jetzt nur mit euch drin. Als ich Fraps ausgehabt habe, war ich noch nie drin. Ist ja voll cool. Und wenn ich kämpfen muss, oh mein Gott. Dann werden wir uns einfach töten lassen. Fertig. Und was ist jetzt? Ah, bis alle abgestimmt haben. Oh Gott. Ja, das ist Regnum Live. Die Spieler-Community machen das Spiel selber langweilig. Ist klar. Ist jetzt einer AFK oder hat der Drache irgendwie Probleme?
Okay, ich bin drin. Und jetzt kann ich ja kurz essen gehen. Die anderen Spiele können ja warten. Wer kann da schon wieder nicht wählen? Wer will da nicht wählen? Ah, kann es nicht einfach ein Zeitlimit geben, in dem man abstimmen kann? Alle machen sich für den Kampf bereit. Hui, ist ja toll. Dann hat er große Macht, der Gewinner. Ist ja mal geil. Oh, diese Selbstverliebten wieder mal. Kann ich nicht schon super stark sein, damit ich gewinnen kann? Nein, irgendwie will ich gar nicht gewinnen. Ich bin irgendwie ein Spiel, den ich zu gerne PvP mag, also wenn es um irgendwas geht oder so. Zum Spaß zwischendurch schon, ja. Aber da lieber dann Clan vs. RvE. Viel spannender, wenn mehrere Spiele gegeneinander kloppen. Was machen die dort hinten alle? Viele haben gar keine Gilde. Oder Clan, wie es ja hier heißt. Gilde ist halt Deutsch, Deutsch, deutsche Bürgerschaft. Ach kommt, ey. Ich lege ein bisschen herum. Hui. Bisschen herumlecken. Und ein bisschen so. Und ups. Nicht so, dass die Kamera weggeht. Genau so. Okay, endlich soweit. Was ist hier geworden? Fail. Oh mein Gott. So schlecht, jetzt haben alle Kämpfen genommen. Ja, wir machen hier nichts. Hoffentlich heilen mich die Beschwörer. Ich mach nicht mit. So. Sollen sie mich töten? Ja, eine Schlacht in Zeitlupe. Wirklich sehr spannend. Ja, ist doch so ruhmreich, wenn man AFKler töten kann. Ja. Tötet die AFKler. Genau, tötet mich. Ja, ich bin draußen, endlich. Oh mein Gott. Ist ja so spannend, die machen Teamwork. Oh je. Nicht nochmal.
So, ich hab's gesagt. Team machen und dann alle Dinge angreifen. Unschuldige angreifen. Ja, wir müssen ja gewinnen. Wir kloppen alle um und dann entscheiden wir, wer Sieger wird. Und ja, einfach mal. Aber nur im Team angreifen. Alleine könnte man ja noch verlieren gegen einen Level 23er. Ist das peinlich. Was? Statt Rache zu wünschen, kommt ein Fail-Amu, was nur ein Bob hat? Alles ein Fail, was? Der krasse Egos? Ah, was? Des krasse Egos, genau, Egoisten. Weibische oder Ritter-Amu könnte ich noch verstehen. Oh mein Gott. Naja, ich hätte den XP-Bonus lieber gehabt. Ja, und neue Drachenwünsche wäre auch mal gut, aber da wird ja eh nichts gemacht. Oh, scheiße. Eigentlich lohnt sich nur EXP und die Reichspunkte. Also die, wie heißen sie? War Master Coins. Ja. War Master Coins lohnen sich eigentlich nur. Wenn es das nicht gibt, der mir EXP. Aber pfeh. Was wollen ja die Community? Die Community wollen immer arschlöchig sein. Wieso auch nicht? Kann man so extrem die anderen Spieler anpissen, dass man irgendwann mal alleine ist? Ist doch gut, oder? Ist doch wahnsinnig gut. Pissen wir ein bisschen mehr die Leute an. Komm, trollen wir sie ganz viel mal. Oh mein Gott. Wenigstens leckt es jetzt nicht mehr. Das ist ein größter Bullshit. Wenn so eine Kammer lecken muss, wieso leckt eine Kammer? Wegen was? Wegen den Kristallen? Wegen den Lichteffekten? Aber wenn es an den Lichteffekten liegt, dann ist es wegen der Engine. Dann darf man nicht ganz voll aufgedreht haben. Da muss ich mal schauen, was es noch für Einstellungen gab. Könnte man das nächstes Mal ausschalten? Lichteffekte. Wo gibt's Licht? Gibt doch kein Licht mehr sonst. Gibt nichts. Na, da kann ich es auch irgendwie nicht abschalten. Das Laggen. Weiß es auch nicht, wieso. Tja. Wahrscheinlich haben die anderen auch nicht Maximum eingestellt wie ich. Zwar könnte ich noch höher machen, aber was nützt mir Anti-Aliasing oder so, wenn ich keine Kanten habe? Jo. Ja, da gewinnen wahrscheinlich immer ein Barbar, wenn man Chaos macht. Außer die Barbaren wird bevorteilt. Also zuerst angegriffen. Weil halt der Barbar am meisten Schaden macht und bis der down ist, muss der schon von mehreren angegriffen werden. So, haben wir das schon. Was der Wuran? Aha. Wir gehen ein bisschen oben durch. Oh, was Bidaro? Aha. Ein Reiherei. Reiherei. Aber solche Community findet man in jedem MMORPG. Ich kenne kein einziges, wo es nicht Community gibt, wo alles den Bach runtergehen lassen. Die wollen immer. Die sagen immer, sie wollen ein besseres Spiel. Aber sie machen kein besseres Spiel. Sie setzen sich nicht mal ein. Sie tun einfach immer alles nur negativ gegen die Community und wollen dann eine bessere Community.
Ich würde auch liebend gerne anderen den Arsch kriegen, damit es mich besser geht, damit ich besser die Leute mich gut finden oder so. Aber dann habe ich nur dumme Leute in meiner Umgebung, die nicht checken, dass ich in den Arsch kriege. Oder wie soll ich das da sagen? Vielleicht bin ich auch zu wenig gewöhnt an solche schlechte Community, also und hier in der Schweiz, also außerhalb vom Internet, ja im Internet sind es die gleichen Arschlöcher irgendwie, weil sie natürlich alle nachmachen, aber bei uns gibt es so irgendwie Zickenkriege irgendwie nie. Also es ist vielleicht auch, weil die meisten von uns noch so Bauern oder Holzfäller oder so sind und noch nicht modern sind. Wahrscheinlich ist es einfach, dass die Moderne, die viele Leute dazu antreibt, irgendwie zickig, nervig oder einfach nur egoistisch zu haben, machen, tun. Das ist ganz ein Riesenunterschied. Also die Alpen und das Jura, alles mögliche, wird wahrscheinlich am letzten anpassen. Wenn man sieht, so wie zum Beispiel die Araber schon Zickenkriegen machen, oh Gott, da denkt man wirklich, ey, das sind doch Wüstenländer oder ja, Savannen oder was das noch dort ist, die sollten doch steinhart sein, aber nein, die bauen Hochhäuser und tun Lofts hinein und so, und wenn sie rausgehen, verglühen sie fast, weil sie einfach nicht mehr daran gewöhnt sind und alles Mögliche, also ja. Aber das seht ihr mal, Fortschritt hat eigentlich fast nur Negatives. Man wird viel zu bequem und bäh. Natürlich, ich habe auch kein PC. PC ist auch Fortschritt, aber ich will jetzt niemals an die Handy-Generation gewöhnen. Ich habe zwar jetzt ein iPhone seit neuestem, aber ich benutze es nie. Ich kann einfach damit nicht ab. Und ja, ich spiele, weil es mir Spaß macht und nicht, weil ich immer modern sein will. Ich will irgendwie gar nicht modern sein. Und ich will sowieso nicht angeben, was angeben. Angeben kann man auch durch Taten. Wenn man es gut macht, muss man nicht mit den Worten angeben. Das ist sowieso völliger Bullshit. Schade aber, dass sie alle mitmachen. Also wenn jetzt jemand angibt, dass unbedingt alle mit angeben müssen oder ihnen helfen müssen oder sonst irgendwas. Tja. Eben durch Aktivitäten, durch gutes Fußballspiel, durch gutes Zocken einfach mal so angeben können. Das ist halt eine Herausforderung und ja. Das können die meisten nicht und genau die, die das nicht können, die müssen natürlich angeben mit verbalen, also mit Wörtern. Und ja, nerven dann nur rum. Ja. Aber eben die Games sind nicht hier, alles nichts. Früher war das Ding, da hat ein Game Mod, also ein Game Master gesagt, bitte hört jetzt auf zu chatten, so negativ zu chatten und so, dann haben sie aufgehört. Aber heutzutage machen sie mir weiter und schreiben jetzt lieber irgendwas mit Amus die ganze Zeit. Es ist ja so wichtig, diese Amus zu kriegen. Da bekommt man ja nie besser Silber drauf. Die Zeit, die mit den Amus diese verschwenden, können sie schon lange ein besseres Amu finden, also bitte. Könnt ein bisschen Geld ausgeben und ein bisschen die Dropchance erhöhen. Aber das würden sie niemals machen. Ich sehe nur noch wenige, die Kostüme anhaben. Und ja. Irgendwas gekauft haben. Vielleicht ein Pferdchen. Also die meisten haben ein Pferdchen wie ich. Aber ich habe ja nur kurz, damit ich überhaupt reiten kann. Aber die anderen haben das wahrscheinlich auch, weil sie es nicht leisten können.
Das ist wirklich mal das hässlichste Pferdchen. Hallo? Ah, da. Hinter dem Pfosten. Juhu! Level up. Dann nehmen wir hier mal ein paar Quests an. Wir gehen kurz zum Barbaren Trainer. Da habe ich hier, ja, Berserker später. Und hier kann ich nicht erhöhen. Kann ich überhaupt noch was erhöhen? Kriegerdefensive. Angriff. Braucht man das? Im Ding FV können wir dann mal nehmen. Was wollte ich jetzt machen? Heilen würde ich skillen. Jo. Und hier kann ich auch nichts mehr skillen. Gibt's hier noch was? Ah, Vielseitigkeit muss ich dann noch nehmen. Oh, ich kann mit dem Baba so wenig skillen, weil die meisten einfach Bullshit sind. Die meisten Fähigkeiten braucht man einfach gar nicht. Da ist es beim Beispiel viel besser gewesen. Da hatte ich immer zu wenig. Hier drinne im Gasthaus zum umwegigen Weg. Steht hier irgendwas? Nur Waffen. Nördliche Grenze, ja. Und jetzt noch hier drüben. Und dort hinten ist auch noch einen. Ah, hier drin. Okay, dann haben wir gleich fünf. Sodele. Wo war's das? Hier drüben irgendwo. Hier drüben. Vielleicht im Haus hier. Ja, hinter dem Haus. Hinter dem Rathaus. Ach komm, Kamera. So, Dele. Noch eine. Okay, können wir nicht annehmen. Was? Hello, Game Max. Ah, Glückwunsch, Max. Wer ist Max? Es ist noch peinlich, sich zu Ding öffentlich machen. Und dann verschenkt es noch. Oh, okay. Okay, kann ja sein, dass es nicht braucht. Aber eben sind immer die, die es nicht brauchen. Die können sich nicht einfach auf den Boden stellen und es einem anderen zu übergeben. Nein, sie müssen natürlich unbedingt die Amus verticken. Ork-Krieger. Wilde Ork. Junge Zyklop. Also junge Zyklop haben wir hier. Die Orks müssen wir dann im Wald oder vor dem Wald kloppen. Sodele. Irgendwie sind hier keine mehr. Hier waren nicht mehr so viele Trolle. Hat einer schon weggekloppt. Dort ist wenigstens noch einer. Zeppos. Kenne ich auch nicht. Irgendwie klappt dieses Genie. Schwindel, Chance 50%, wo? Also ich sehe, ich habe jetzt schon so viele Schwindel eingesetzt. Hab noch nie mal einer. Ja, okay, die waren meistens auch schon sofort tot. Die sind jetzt schon ein bisschen zäh. Sind zwar sehr leicht, aber immer noch zäh. Aber zum Beispiel den Käfer. Die halten sowieso nichts aus.
bei den... Ah, wir müssen gar nicht junge Zyklop. Doch müssen wir. Aha, das ist wieder eine Chance-Quest, die eine Chance hat. Da müssen wir 100.000 Mal einen Zyklop töten. Nein, geht im Fall ein bisschen weniger lange, aber es kann schon 200 Monster dauern, wie es bei mir mal war. So, mal Südkreuz. Ah, diese Dauer, bis er bereit ist. Bis dann habe ich schon lange eine andere Attacke eingesetzt. Oder einen normalen Angriff, der stärker war. Hier sollten eigentlich die Orks sein. Wilder Ork. Waren hier nicht Orks? Oder waren nur Goblins hier? Ah, dann weiß ich, wo die sind. Die sind weiter oben. Und sonst in Korsum, ne. Es ist so leer in diesem Wald. Hier ist zum Beispiel einer. Genau. Ja, seid ihr low-levelig. Wir haben halt noch die Quests aufgehoben. Da sind alle eigentlich low-levelig. Wow, ich habe ein Schwert gefunden. Und eine Axt. Jetzt bin ich so erfolgreich im Questen.